Ihr kennt das Problem, ihr habt nur eine Hand frei, weil ihr ein Bier in der anderen habt und wollt trotzdem aber Burger und Pommes essen. Und für genau diesen Moment haben wir die richtige Lösung für euch. Ja, das Bier, was wir heute trinken, von David Beselt, vielen Dank dafür. Gesöff nennt sich das, also der Name ist schon mal cool. Klingt gut. Es kommt aus Gelsenkirchen, das macht mir erstmal ein bisschen Angst. Ja, alles in Ordnung. Ich würde sagen, wir testen mal direkt an, André, oder? Ja, klar. Ja. Also es ist ein Kellerbier. Ups. Zack, so. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Und ja, Ja, Prost. Prost. Geht leicht runter. Ja, Also halbe Pulle ist Leberbier. ja. Ich setze noch mal Ist also für so ein Kellerbier ist es durchaus herb, aber ich glaube, das ist relativ schnell weg. Und wir fangen an. Wir haben hier erstmal ein paar Pommes. Also, wie gesagt, wenn wir Pommes machen, müssen wir natürlich auch Pommes benutzen. Das war jetzt auch ein komischer Spruch. Und die Pommes gehen, glaube ich, ziemlich einfach in eine Heißluftfritteuse. Von daher, geht auf jeden Fall schnell. ja. Da mal rein. Dann können wir die brauchen ja ein bisschen länger, dann können wir die schon mal in den Airfryer geben. Dann machen wir weiter. Wir haben hier eine Zwiebel. Zack. Alles schon mal schön vorbereiten. Den Grill solltet ihr schon mal aufheizen, die Plansche. Oder wenn ihr es in der Pfanne machen wollt, das Burgerfleisch, dann logischerweise eine Pfanne. Ob ihr eine rote oder weiße Zwiebel nehmt, bleibt euch überlassen. Ich finde, rein optisch und geschmacklich sind die roten super. Da schneiden wir einfach kleine Würfelchen runter. So, dann haben wir hier drei Streifen Bacon oder vier sind es sogar. Und damit gehen wir schon mal zum Grill. So, die Plansche haben wir schon mal aufgeheizt. Und da geben wir den Speck jetzt einfach drauf. Dann braten, oh, es duftet. Und dann braten wir den jetzt erstmal an. So, das ist doch mal echte Romantik, oder nicht? Sieht gut aus. Ja. Dann können wir auch schon mal unser Hackfleisch vorbereiten. Reines Rinderhack. Und das, da nehmt euch jetzt mal so eine Kugel von ab. Nicht zu groß. Wir wollen es ja noch ein bisschen smashen, damit wir schön Rostaromen dran haben. Auch nicht durchkneten, einfach so eine Kugel, davon macht er zwei Stück. Wir machen das eh noch klein, von daher ist das kein Problem, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt nicht ganz gleich große Ich wollte Kugeln. schon gerade sagen, du musst ja auch gleich groß machen. Nein, nicht unbedingt nötig. Der Vorteil bei dem Bacon, den wir hier benutzen, ist natürlich auch der, dass wir jetzt direkt die Platte schon mal fertig gefettet haben oder geölt haben. Und da können wir dann direkt das Fleisch drauf grillen. Wenn der Speck fertig ist, können wir den meinetwegen auch ein bisschen abkühlen lassen. Und dann schneiden wir einfach kleine Streifchen dadurch. Dann können wir das nachher schön da drüber bröseln. Zack. Man kann es auch nochmal durchhacken. So, dann können wir schon unser Fleisch auflegen. So, das Meschen könnt ihr natürlich prima mit so einem Bratenwender machen. Einfach drauflegen und runterziehen. Und euch die Finger verbrennt. Ja, man muss immer so ein bisschen aufpassen. Das stimmt. Wird natürlich schnell heiß, das Teil. Gerade wenn man es da hinten nochmal macht. So. Schön platt das Ganze. Etwas Salz. Dann geben wir natürlich noch was von unserem Pfeffermix drauf, der Platin prämiert ist und den bekommt ihr natürlich bei uns im Online-Shop unter wm-bbq.de. Und der richtig, richtig lecker ist. Ja, ich weiß, du inhalierst den, ne? Ja, genau. Jeden Tag. So, dann einmal drunter und hier hinten hin. Ups. Nicht schlimm. Das ist nicht weiter dramatisch. Wie gesagt, wir machen es eh gleich noch klein.
So, dann haben wir hier Käse. Ich nehme ja immer diesen Hot und Smoky Paprika. Den finde ich also für Burger echt richtig gut. Geben wir mal zwei drauf. So, dann braten wir das erstmal zu Ende. Die Pommes müssten auch eigentlich soweit sein. Jo, Pommes sehen gut aus. Wir salzen schon mal so ein bisschen. Das Warten sollte man natürlich immer sinnvoll nutzen. Prost! So. Leer. Ja, ich habe auch nicht mehr viel drin, aber ich teile mir das ein. Ich habe Durst. So, eine Schale in der Mitte für die Pommes, die wir dann schon mal mit da reingeben können. Ziemlich gute Menge, muss ich sagen. Jetzt meine Portion oder deine? Ups. das ist natürlich nur für dich. Danke. Ja. So, an Soße geben wir die Alabama White Soße darüber. Ihr könnt euch alles mögliche an Soßen nehmen, was ihr wollt. Das ist jetzt eine weiße Barbecue-Soße, die, wie ich finde, da ziemlich gut zu passt. Und hier haben wir noch eine Sriracha-Soße, also eine Chili-Soße. Die geben wir da, nachdem wir es aufgemacht haben, mit drüber. Oh, sieht natürlich auch echt super aus, ne? Ja. Also, dann gehen wir schon mal Zwiebeln drüber. Dann schon mal etwas Bacon. Das sieht jetzt schon genial aus. Es riecht natürlich auch schon richtig, richtig gut. Hier sind wir auch soweit fertig. Ziehen die Burger mal nach hier hin. Und jetzt alles kaputt machen. Einfach alles kaputt, genau. Einfach schön in Stückchen, dass man es nachher auch prima portioniert essen kann. So, ab zu den Pommes damit. So, einfach drüber. Oh, der Sperrmüllsammler. Ja. Keine Scherze über mein Auto. Okay, mach ich nicht. Dein Auto ist toll. Da nimmt er nicht mit. So einen riesen Anhänger hat er gar nicht bei. Ja, ist gut jetzt. So, dann nochmal etwas Zwiebel natürlich. Und nochmal schön Speck darüber. Das werde ich mir gleich sowas von reinziehen. Dann nochmal die Soße. Oder Soßen. Und natürlich zum Schluss noch ein paar Gewürzgürkchen. Einfach mit da drüber. Und dann sind wir auch schon fertig. Sieht gut aus. Es sieht definitiv richtig, richtig gut aus. Guck mal, wir haben noch ein bisschen Bacon über. Der muss natürlich, ja. Der muss natürlich drauf. Dein Teller ist fertig, André. Danke, ich komme gleich rüber. Ja. Ja, und dann müssen wir... Darf ich deine Portion? Ja, probier mal. Nur ein bisschen. Ja. Also hier schön einmal durchs Fleisch in die Pommes rein. So. Nicht zu viel davon. Ja, ich gebe mir Mühe. Das ist lecker, ne? Mhm. Burger, Pommes. Alles. Boah, ist mega. Vor allen Dingen, unser Problem vom Anfang ist gelöst. Welches Problem? Eine Hand nur frei. Ach so, das war das Problem. Ja, genau. Da wirst du direkt wieder bedroht von dem Russen, ne? Haben wir ein Problem?
Genau. Also gut, essen müsste man es dann halt ohne Hand. Na, man kann ja auch so essen. Also es funktioniert und es schmeckt richtig, richtig gut. Schön scharf, schön deftig. Man schmeckt Burger, man schmeckt Pommes. Alles zusammen, so wie es eigentlich sein soll. Ich sehe schon, du willst. Ja. Ich will futtern. Ja, also ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen. Wenn ja, gebt uns einen freundlichen Kommentar, einen Daumen hoch natürlich und den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Mahlzeit und ich esse doch noch ein bisschen was. Nicht viel, bitte. Ja.